stellen. Die Frage, die wir uns stellen, wisst ihr, was Rassismus ist? Rassismus. Darüber haben viele YouTuber ein Lied gemacht. Ja, genau. Und was sagen die dazu? Finden sie nicht toll. Nadi, komm mal mit. Bitte? Nadi. Finden sie nicht toll. Finden sie nicht toll. Haben sie auch gesagt, warum? Nein. Nein? Nein. Haben, ja. Haben sie? Ja, wer denn zum Beispiel? Wenn du jetzt zum Beispiel, hey, bist du ein Nazi, komm auf meine Party, das ist von... Haben die gesungen? Ja, ja, das ist das Originallied, ist von Blumio, aber da haben richtig viele YouTuber... Bullshit TV hat das gecovert und die haben auch gesagt, dass es nicht okay ist, dass jeder Mensch gleich ist und dass sich Rassismus generell eigentlich eine total sinnlose Sache ist. Ja, aber dann müssen wir jetzt erstmal erörtern, was ist denn Rassismus überhaupt? Naja, Alter. Ich darf ja dazu nichts sagen. Doch, darfst du auch. Darf ich? Ja. Also, jeder kann jeder seine Meinung äußern. Rassismus ist eine sinnlose Einstufung der Menschen in Rassen, die dann halt untergliedert werden in gut und nicht gut. Und das ist meiner Meinung nach totaler Bullshit. Habt ihr das verstanden? Habt ihr verstanden, wie ihr das gemeint habt? Nein. Nicht? Ich war schon nur Bahnhof. Ja, du hast es verstanden. Versuch du mal nochmal zu erklären. Nett zu Ausländern sein. Bitte? Nett zu Ausländern sein. Naja, aber nicht unbedingt, weil es ein Ausländer ist. Aber es spielt ja im Prinzip keine Rolle, woher man jetzt kommt. Oder? Ich bin halb Türke. Bitte. Eben. Verstehe ich nicht. Was? Nee. Spielt es für dich eine Rolle, woher jemand kommt? Alter! Ja, dann sag doch mal warum. Nicht weil die Scheiße was? Sind. Ich habe eine Frage, du hast gesagt, du bist Halbtürke. Ja. Und? Hast du schon mal irgendjemand, bist du deswegen schon das mal in die Gänse geworden? Wir schneiden nicht auf aus, wenn du das hast du dir gesagt? Ja, Nigger. Die haben dir mal gesagt. Was haben die gesagt? Dass ich ein Neger bin. Ein Neger? Ja. Wieso das? Ja, frag mich nicht. Hab ich einfach schon gesagt, wenn Leute in eine Stimmung kommen. Ja, das ist wohl wahr. Das ist richtig. Waren die noch mehr gesagt? Passiert das öfter? Wie oft denn so? Einmal die Woche? Siebenmal. Echt? Nein. Jeden Tag oder was? Nein, Boah, eigentlich immer. Manchmal zweimal im Monat, manchmal einmal im Monat, manchmal fünfmal im Monat. Wo ist das in der Schule? In der Schule, manchmal auf der Straße, manchmal wenn wir Fußball spielen. Mhm, okay. Hast du eine Ahnung, warum die das sagen? Weiß ich nicht. Sagen sie es einfach so. Ärgert dich das dann, wenn die das sagen? Und was machst du dann? Ich schau nicht zu. Okay. Geht die rein, geht die raus. Sag mal nochmal.